Einen wunderbaren guten Morgen. So, ich bin jetzt gerade am Zusammenpacken. Und hier die Besitzerin, die hat mich jetzt nochmal zum Frühstück eingeladen und dass ich auch nochmal eine Dusche nehmen kann. Und das kann ich dann auch gleich machen. Und wie ihr da hinten sehen könnt, ja. Die Wolken hängen jetzt echt schon tief, ja. Das sind ja nur Hügel mit 350 Meter, maximal 400 Meter, ja. Und die sind jetzt schon in den Wolken gecovert. Und in den letzten Tagen, also seit diesem Tag, der so wunderschön ist und wo ich über die Kirschbäume gesprochen habe, dass die so ihr Laub verloren haben und ich so die ersten Anzeichen im Wald des Herbstes entdecken kann. Seitdem ist definitiv Herbst geworden. Ja, und das kann man jetzt einfach nicht mehr wegdiskutieren, egal was für Temperaturen geben wird. Jetzt gilt es für mich halt wirklich zu hoffen, dass der September und der Oktober einfach schön bleibt. Ja, und da jetzt nicht plötzlich Herbstunwetter und solche Sachen kommen. Letztes Jahr war es ja super sensationell, ja, und ich hoffe jetzt einfach mal auf ähnliches Wetter für dieses Jahr. Das wäre echt toll. Was halt jetzt wieder scheiße ist, ist, dass morgens die Innenwände vom Zelt und teilweise auch Außenwände einfach komplett nass sind, ja, und ich die nicht mehr trocken bekomme. Das ist so ein bisschen ein arges Problem. Ja, aber ich kann es ja einfach auch nicht ändern. Ja, und letztes Jahr im Oktober war es ja dann so, dass in den letzten Wochen bin ich ja jeden Morgen aufgewacht und das Zelt war gefroren. Ja, und es war keine Chance, das trocken zu bringen. Und abends um 18:30 Uhr war schon wieder dunkel. Ja. Das heißt, wenn ich dann das Zelt aufgebaut habe, dann hat es auch keine Chance mehr gehabt, abzutrocknen. Das tut dem Material halt einfach nicht gut. Ja, aber auch das, ich kann es ja nicht ändern, ja, außer ich würde zurückfahren. Und nö, ich habe ja ein Ziel. Heute möchte ich ein paar Sachen erzählen, die mir die Anna, die Oma des Hauses, heute noch beim Frühstück erzählt hat. Nämlich das, dass beide ihre Eltern von den Nazis, so wie auch alle anderen Dorfbewohnern, von den Nazis nach Deutschland verschleppt wurden, um dort in Lagern zu schuften. Und ihre Mutter war in der Küche tätig und musste Gemüse schneiden und so. Und eines Tages hat der Lagerkommandant sein Essen wohl nicht aufgegessen. Und da hat sich dann, weil die Mutter so argen Hunger hat, hat sie sich drüber hergemacht. Und dafür hat sie sich dann fast eine Kugel in den Kopf eingefangen. Und sie ist nur deshalb nicht erschossen worden, weil sie derzeit mit der Anna schwanger war. Und ich war echt entsetzt und natürlich furchtbare Geschichte. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass die Nazis Slowenen Tausende weiß nach Deutschland in Lagern verschleppt haben. Des Weiteren hat mir Anna erzählt, dass in Slowenien und gerade in der Gegend, wo ich jetzt heute war, viele hundert Menschen ums Leben gekommen sind, weil sie nämlich von slowenischen Partisanen erschossen worden sind. Und zwar slowenischen Kommunisten, die ausschließlich Christen erschossen haben. Und man hat erst vor wenigen Tagen wieder ein Massengrab gefunden mit über 2000 Skeletten drin. Und fast jedes Skelett hatte einen Rosenkranz in der Hand oder ein Kreuz um den Hals gehabt. Und nachher haben die Partisanen dann mit Tito gemeinsame Sachen gemacht. Ich habe keine Ahnung, was dieses Schild bedeutet, aber es schaut nicht gut aus. Watch out for bears. Ich muss es jetzt erstmal übersetzen. Jetzt habe ich es übersetzt. Voll langweilig. Müllabladen verboten. Warum da ein Bär ist? Och, Menno.
Die nächste Geschichte, die mir Anna erzählt hat, die fand ich auch sehr bemerkenswert. Sie berichtete nämlich, dass sie jetzt zum wiederholten Male in Bosnien auf einer Marienwallfahrt war. Es gibt in Bosnien einen Ort, wo anscheinend 4 oder 6 Jugendliche auf einem Berg die heilige Jungfrau Mutter Gottes erschienen ist. Ja. Und sie berichtete davon, dass da jeden Tag Tausende von Menschen hinpilgern, dass es da schon viele Wunderheilungen gegeben hätte und und sie glaubt da tief und fest dran. Ich fand es ganz spannend und habe dann mal im Internet recherchiert und da stellt sich die Geschichte ganz anders dar. Die Kinder kamen nämlich tatsächlich und haben erzählt, sie hätten die Mutter Gottes gesehen. Und nachdem sie dann entsprechend befragt wurden, kam dann raus, dass sie gekifft haben. Ja. Und trotzdem sind sie bei dieser Geschichte geblieben. Ein Pfarrer hat sie dann gefragt, naja, ob die Mutter Gottes denn nicht auch in der Dorfkirche jeden Mittag um 4 oder sowas erscheinen könnte. Und die meinten ja, ja, das geht bestimmt auch. Ja. Und seitdem erscheint die Mutter Gottes jeden Tag irgendwie in dieser Dorfkirche. Die Kirche hat mittlerweile diesen zuständigen Pfarrer und einen anderen sogar exkommuniziert deshalb, ja, weil das alles Lug und Betrug ist, ja, und trotzdem pilgern die Menschen zu Tausenden dahin. Sehr spannend fand ich dann die Tatsache, dass Papst Franziskus, ja, so 2010, 2011, dann wohl doch diese Wallfahrt erlaubt hat, obwohl die Kirche definitiv nicht anerkennt, dass da irgendwas Besonderes passiert, weil auch das, was die Jugendlichen erzählen, ist Humbug, das steht genauer in der Bibel, sie bringen nichts Neues und natürlich lässt sich die heilige Jungfrau Maria auch nicht irgendwie jeden Tag um 16 Uhr in die Kirche bestellen. Und der hat es aber trotzdem abgesegnet jetzt als Wallfahrtsort, weil es eine seelsorgerische Tätigkeit ist und den Leuten tatsächlich auch irgendwie Gutes tut. Und ich hatte mir dann heute Morgen beim Frühstück überlegt, ob ich ihr das erzählen soll oder nicht. Und dann dachte ich mir so, nee, damit würde ich ihr definitiv keinen Gefallen tun. Manche Sachen muss man lassen, wie sie ist, auch wenn sie nicht stimmen. Nachdem ich 23 Kilometer gelaufen bin, kam dann plötzlich ganz unverhofft ein Schild, das sagte Camp Poje. Kleiner, aber feiner Campingplatz. Und der kam perfekt. Hier habe ich auch Strom für die Akkus. Also alles gut. Und sollte es heute noch regnen, der Regen kann jetzt kommen. So, heute gibt's mal irgendeinen Eintopf und keine Tütensuppen. Habe ich mir vorhin im Supermarkt geholt. Mal gucken, wie schmeckt. Naja, wer will schon nach dem Aussehen beurteilt werden? Ich glaube, das ist das, was man hier als saure Rüben-Eintopf bezeichnet. Also irgendwelche Rüben mit Bohnen und Kartoffeln und Speck und das Ganze leicht säuerlich. Also das hier schmeckt nicht wirklich. Ich wünschte, ich hätte viel Chili, aber ich habe keins.